Die Leidenschaft zum Kochen habe ich ungefähr mit 6 oder 7 schon entdeckt. Damals hatten meine Eltern so einen kleinen Bauernhof mit angeschlossener Gastronomie. Und da durfte ich immer in der Küche mithelfen. Es war für mich eine Frage, Koch oder Gärtner. Ich habe mich für Koch entschieden und das war eigentlich die richtige Wahl. Ich bin 1982 im August das erste Mal auf die Insel gekommen. Ein Unternehmer aus Leonberg, der hat erfahren, dass ich in Schweizer Stuben weggehe und hat nicht locker gelassen, bis ich ihn auf der Insel besuchte und das Restaurant Nösse damals in Pacht oder als Geschäftsführer oder als angestellter Küchenchef übernehme. Ja, und seither bin ich auf der Insel Sylt. Wein ist das älteste Kulturgut der Welt. Wein ist einfach Geselligkeit. Wein ist, man bringt Leute zusammen. Man unterhält sich viel mit Leuten. Es geht ja nie um sich zu betrinken, sondern immer um Spaß zu haben, um gute Weine zu trinken, immer um einen noch besseren Wein zu finden, immer um noch mehr einfach auch Spaß zu haben, auch um die Challenge. Und es macht schon Spaß. Also Blut ist, der Wein ist nicht das Leben, aber das Blut vielleicht. Als Vorspeise habe ich mir lange Gedanken gemacht. Ich habe einen Rotbarsch auf Linsengemüse mit einer Balsamico-Jus mir vorgenommen zu kochen. Der Chakra greift am besten mit den Linsen natürlich, weil die Linsen so ein bisschen erdig sind und die Aromatik von dem Chakra, da die Frucht sehr zurück ist, also sehr dezent ist, greift es sehr gut. Als Hauptgericht gibt es meinen Klassiker, ein Wachtelkrebinett, gefüllte Wachtelbrust auf Deutsch, bisschen Gänseleber, bisschen Trüffel mit drin, bisschen Farce umwickelt mit Spinat und das pochiert und kurz angebraten, das auf einen Trüffelrisotto, dazu eine Berger Trüffelsoße, der Wein dazu, der 2005er. Domaine de Courcelles passt sehr gut zu Wachtelkrebinett, weil er mehr auf der Fruchtseite ist und dann eher die cremige Textur aufgreift von dem Risotto. Und dann diese erdigen Aromen wieder vom Trüffel dann sehr gut gehen mit dem gereiften Burgunder einfach. Das kann man auch jeden Tag haben, diese Kombination. Ich bin ein Fan von gereiften Weinen. Ich kann keinen Bordeaux trinken, der erst 3 Jahre alt ist. Bei mir muss er 10 oder 12 oder 14 Jahre alt sein, dass er mir bekommt und dass er mir schmeckt. Und das fand ich damals bei Herrn Bohensiemen auf seiner Liste. Ja, also das Sortiment von Alpina ist schon wahnsinnig. Ich sage immer, das ist der einzige Händler, der mehr Wein hat als wir. Und mehr Jahrgangstiefe. Nee, schon beeindruckend. Und wenn man mal wirklich was braucht, dann sollte man da gucken. Auch aufgrund der Lagerung und ja, Qualität.